Bisher bei Tubania Chronicles. Wir befinden uns in Tubanien. Es ist das Jahr 1396. Tubanien befindet sich im Krieg. Seid gegrüßt, Fremder. Habt ihr Medizin für mich? Ja, wie von einem guten Doktor. Hier. Ich danke euch. Wir werden angegriffen! Okay. Nehmt euch ein Schwert und kämpft! Perfekt! Guten Morgen, General. Ich werde heute mit dem Zauberer reden. Er wird dir Rüstungen und Waffen verzaubern. Ja, die Expedition mit Eis war ein voller Erfolg. Ganz genau. Außerdem werde ich ihn über Beschwörungen von Monstern befragen. Ein heißes Thema, Eure Majestät. Dann noch einen schönen Tag. Es ist bereits 8. Was? Schon so spät? Ich muss noch die Rekruten. Nachdem der General gegangen war, bat ein Söldner um Audienz. Und so nimmt der Krieg seinen Lauf. Sprecht! Seid gegrüßt, Eure Hoheit. Ich bin Tiber. Der beste Söldner im gesamten Königreich. Ich habe beschlossen, euch meine Dienste anzubieten. Warum nicht? Doch was verlangt ihr dafür? Sagen wir 10 Sticks Gold pro Schlag. 10? 3 Sticks. 8. 4. 6. 5. Das ist mein letztes Angebot. Also gut, 5 Sticks. Beschreibt bitte hier. Okay, ich unterschreibe. Im Zauberturm mixt unterdessen der Zauberer verschiedene Tränke zusammen. Eine Leberwarze langsam einrühren, dann eine kürzere Melone dazugeben. Seid gegrüßt, Eure Hoheit, was verschafft mir die Ehre? Ganz einfach. Der Schmied hat eine Menge gearbeitet. Ich möchte, dass er dies verzaubert. Und den Diamanthelm, sowie noch dieser Diamantbeinschutz. Nichts schlechter als das. Ich danke euch, ich kehre nun zum Thronsaal zurück. Wartet bitte, euer Vater bat mich, euch dies zu geben.
Danke sehr. Hier ist der Stammbaum meiner Familie. Ich werde es gleich anschauen. Auf Wiedersehen. Mögen die Götter mit euch sein. Während zur gleichen Zeit in Portalien. Also, es ist an der Zeit, eure Fähigkeiten zu prüfen, Mentor. Wie ihr wünscht, General. Gebt mir euer Schwert. Ich überreiche euch mein Schwert. Es ist aus dem besten Eisen des gesamten Königreiches. Nur das Schwert Excalibur kann diese Klinge übertreffen. Hier, bitte sehr. Ich werde das Material härten und die Klinge schärfen. Unglaublich. Das ist erstaunlich. Wir brauchen noch mehr verzauberte Waffen. Ihr seid gut. Ganz wie ihr wünscht. Und ihr zwei werdet in der Ebene nach Materialien suchen. Solltet ihr Feinden begegnen, dann tötet sie. Zu Befehl. Im Thronsaal geht König Floriem seinen Regierungsarbeiten nach, als Eis den Thronsaal betritt. Euer Majestät, was halten wir davon, wenn wir jagen gehen? Eine gute Idee, es wird sowieso bald ein Fest stattfinden. Da brauchen wir viel Nahrung. Cool, ich warte vor den Stadttoren. Bis gleich. Bis gleich. Tarnischen Soldaten befinden sich auf dem Weg zur Ebene. Naja, so kommen wir mal wieder raus. Ja, aber wo sollen wir anfangen? Keine Ahnung. Sehe ich so aus wie der Mentor? Witzig. Kennen wir eure Hoheit? Moment noch. Wenn du willst, kannst du mich Flori nennen. Ich danke dir, Flori. Gehen wir. Die Sonne scheint und viele Tiere streifen durch die Ebene von Tubanien. Auch Eis und der König sind da, um zu jagen. Erwischt. Gut gemacht. Jetzt bin ich mal dran. Cool. Lass uns mal einen Wettbewerb machen. Wer die meisten Tiere erlegt, gewinnt. Okay, los geht's. Am besten gucken wir mal nach einer Horde voller Schweine. Ich glaube, ich gewinne. Ja, ich will mit dir Hasen. Na, komm her. So geht es weiter, bis der Gewinner feststeht. Unglaublich, du hast mich geschlagen. Das hat noch niemand geschafft. Tja, Wunder gibt es immer wieder. Eis und der König stehen plötzlich den Soldaten aus Portalien gegenüber. Ach, sieh mal einer an. Wen wir euch töten, sind wir reich. Schnappen wir sie uns. Gebt mir euer Gold. Nach einem harten Kampf liegen beide Soldaten tot am Boden. Das war knapp. Lass uns schnell nach Hause gehen. Auf jeden Fall. Zur gleichen Zeit an der Steinbrücke. Ich grüße euch, Victoria. Das geht durch, General. Was verschafft mir die Ehre? Wir haben seit gestern einen Mentor in unseren Reihen. 200 Jahre alt. Lediglich ein bisschen Schwirren braucht er noch Übung. Ich verstehe. Ich werde ihm das Beschwören beibringen. Ich danke euch. Dann erwarte ich euch morgen Mittag im Dorf. Gut. Viel Glück auf eurem Heimweg. Danke, euch auch. Die Sonne geht unter und die Stadttore schließen sich. Puh, endlich zu Hause. Also dann, gute Nacht. Gute Nacht. Währenddessen im Lager der Hexen. Die denken tatsächlich, dass sie am Ende über Tubanien herrschen werden. Werden! Die Tubanien natürlich!
Allerdings werden wir nach dem Krieg herrschen. Das ist unsere Bestimmung. Währenddessen liest König Florim das Buch der königlichen Familie. König Nizza, Artus der Erste, Artus der Zweite, Artus der Dritte, König Markus, die zwei Söhne von König Nizza. Moment mal, die zwei Söhne von König Nizza? Das kann doch nicht sein. Und das ist, ich werd verrückt. Ich fange nochmal neu an. Ja, wo fängst du an? Bei Erzähler oder wo fängst du an? Im Zauberturm mixt unterdessen der Zauberer verschiedene Tränke zusammen. Eine Leberwarze langsam einrühren, dann eine glitzernde Melone dazugeben. Seid gegrüßt, eure Hoheit. Was verschafft mit die Ehre? Warte mal, ich hab's falsch aufgeschrieben. Okay, wir fangen nochmal neu an. Aber mach dir nichts draus, wir haben dafür jetzt nochmal einen hier. Im Zauberturm mixt unterdessen der Zauberer verschiedene Tränke zusammen. Eine Netherwarze langsam einrühren, dann eine glitzernde Melone dazugeben. Seid gegrüßt, eure Hoheit. Was verschafft mir die Ehre? Ganz einfach, der Schmied hat eine Menge gearbeitet. Ich möchte, dass ihr dies verzaubert. Nichts schlechter als das. Ich danke euch. Ich werde nun zum Thronsaal zurückkehren. Euer Vater bat mich, euch dies zu geben. Danke sehr. Hier ist der Stammbaum meiner Familie. Ich werde es gleich anschauen. Auf Wiedersehen. Mögen die Götter mit euch sein. Und die Szene ist zu Ende. Muss ich nämlich irgendein Buch überreichen? Im Zauberturm mixt unterdessen der Zauberer verschiedene Tränke zusammen. Eine Netherwarze langsam einrühren, dann eine glitzernde Melone dazugeben. Seid gegrüßt, eure Hoheit. Was verschafft mir die Ehre? Ganz einfach. Der Schmied hat eine Menge gearbeitet. Ich möchte, dass ihr dies verzaubert. Danach das Diamantschwert und der Diahelm. Nichts schlechter als das. Ich danke euch. Ich kehre nun zum Thronsaal zurück. Wartet bitte, euer Vater bat mich, euch dies zu geben. Danke sehr. Hier ist der Stammbaum meiner Familie. Ich werde es gleich anschauen. Auf Wiedersehen. Du hast dich nicht mal eingesammelt. Ja. Ja, das liegt die ganze Zeit daneben. Warum hast du daneben geworfen? Ich tue nicht. Nochmal! Okay. Du tollpatschiger Junge! Also nochmal neu. Ich glaube, wir machen eine dritte Szene. Aber nicht töten. Okay. Nimm das verflixte Buch, du unnütziges Kind. Ich mache mir jetzt mal neue Rüstung. Warte, ich tue jetzt alles in mein Inventar wegmachen, außer das blöde... Ich rüste mich gleich mit dem Diahelm aus hier. Warte. Ich hab die schon, die Dia-Rüstung. Egal. Ich geb dir das heilige Schwert der Behinderten. Hast du das so genannt? Du hast es! Töte ihn nicht, weil ich möchte die Szene jetzt langsam mal abschließen. Jetzt gib mir den Scheiß. Weil um 22 Uhr ist dann... Ah, benennen kann ich. So, wenn du bereit bist. Ja. Okay, ich hole schnell mein Aufnahmeprogramm. Im Zauberturm mixt unterdessen der Zauberer verschiedene Tränke zusammen. Eine Netherwurzel langsam einrühren, dann eine glitzernde Melone dazugeben. Seid gegrüßt, eure Hoheit. Was verschafft mir die Ehre? Ganz einfach, der Schmied hat eine Menge gearbeitet. Ich möchte, dass er dies verzaubert. Nichts schlechter als das. Wir müssen nochmal neu machen. Kannst du... Na, warte. Wir müssen da... Ja, nochmal.
der Satz... Entschuldigung. Ja, ich weiß, keine... In Zauberturm mixt unterdessen der Zauberer verschiedene Tränke zusammen. Eine Netterwarze langsam einrühren, dann eine glitzernde Melone dazugeben. Seid gegrüßt, Eure Hoheit. Was verschafft mir die Ehre? Ganz einfach. Der Schmied hat eine Menge gearbeitet. Ich möchte, dass ihr dies verzaubert. Oh, und nicht zu vergessen noch die Diamantstiefel und den Diamanthelm. Nichts leichter als das. Ich danke euch. Ich kehre nun zum Thronsaal zurück. Wartet bitte. Euer Vater bat mich, euch dies zu übergeben. Moment. Danke. Danke sehr. Hier ist der Stammbaum meiner Familie. Ich werde es gleich anschauen. Nein. Das glaube ich jetzt einmal nicht. Hä, warum gibst du das Buch wieder zurück? Nein, das ist der Bug. Schlimm, wenn immer noch eine... Gib mir mal bitte meine Pisse wieder. Schlimm, wenn wir jetzt noch eine... Währenddessen im Lager der Hexen. Die denken tatsächlich, dass sie am Ende über Tubanien herrschen werden. Okay, das war jetzt ein eindeutiger Fail, weil wir haben noch nicht abgesprochen, wer die normale Hexe spricht. Scheiße, Mann, ey! Die Sonne scheint und viele Tiere durchstreifen die Ebene von Tubanien. Auch Eis und der König sind da, um zu jagen. Nö. Nein! Scheiße! Ich kann nicht mehr kommen! Okay, jetzt müssen wir neu machen. Ihr müsst mal improvisieren. Ach, da ist alles, was er macht.